Okidoki. Oh, hier ist sogar. Hier ist noch ein Stall? Bei dem Stall war ich noch nie. Momentchen mal. Oh je, da hat schon wieder jemand Probleme. Ja, ich bin hier wieder zu meinem Kumpel hier. Was für ein Kacke, Mann. Guck mal da vorne. Wieso sind die eigentlich immer 5000 Kilometer auseinander? Kannst du da nicht einfach runterrollen? Mit deinem dicken Rucksack roll doch einfach da runter. Bist du, kannst doch einfach selber dahin rollen. Tschüss. Alter, hier keeps rolling. Hier keeps. Roll dir wirklich einfach dahin. Hä, als ob das funktioniert. Bro, ich brauche wieder nichts bauen. Ich lasse den einfach hinrollen zu seinem Kumpel. Der rollt ja jetzt einfach. Na gut, ich glaube, irgendwann wieder. Wahrscheinlich wieder auf ins Rollen. Oder hat der jetzt so viel. Hat der jetzt so viel Momentum drauf, dass der nicht mehr aufhört zu rollen? Hä? Wie geht das denn? Guckt euch das an. Na, scha. Oh, okay. Das waren jetzt aber ganz schön viele Umdrehungen. Der ist jetzt einfach runtergerollt, wie so ein Fels. Einfach runtergekullert. Okay. Den Rest werde ich ihn aber tragen. Das ist am wenigsten stressig. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber bevor ich mir da jetzt wieder minutenlang irgendwas zusammenbaue, was dann eh wieder auseinanderfällt, weil es nicht hält, mache ich es lieber so. Einfach zu Fuß. Hi. Ah, danke schön. Tschüssi. Nein, warte. Der Kirschkuh? Ne, Alter, chill doch mal. Warte mal, still. So, Bergkirschkuh. Oh, warte mal. Ah, stimmt ja. Das ist auch so geil. Du kannst ja auch ein Selfie machen. Also L und dann die X, Selbstporträt. Und wenn du dann eine Waffe ausgerüstet hast, dann haben wir es einfach so. Und kannst die Waffen quasi mit fotografieren. Mächtige Sonaniumlanze, ist doch geil. So geht das auch, dann muss ich sie nicht mehr auf den Boden legen. So, ach du meine Freunde, was ist denn da oben schon wieder los, sag mal? Was machen die da oben? Mal lieber in Ruhe lassen. So, was soll ich. Was, Nintendo, was willst du schon wieder, hä? Was willst du Spiel? Was soll ich hier bauen, hä? Was für ein Fahrzeug soll ich jetzt hier bauen, hä? Soll ich mir da jetzt irgendein Auto zusammenbauen, um den da hinzufahren? Nee. Der kann selber rollen mit seinem riesen Rucksack. Das war so gut, dass hier nämlich der Weg ziemlich, naja, doch so ein leichtes Gefälle hat. Jetzt ist der einfach die halbe Strecke einfach gerollt. Ja, Physik ist manchmal schon was Feines. In Videogames aber nur, wenn es wirklich gut umgesetzt ist. So, ich möchte nämlich noch zu diesem Stall, weil ich da noch nie gewesen bin. Weiß gar nicht, wie viele Stallpunkte mir noch fehlen. So, Stall von Südakala. Ach, guck mal, die sind ja auch da. Die zieht jetzt, glaube ich, von Stall zu Stall. Was zur Hölle? Ah, da bist du schon früh auf. Willkommen, dies ist hier der Stall von Südakala. Danke, dass du unsere Stelle nutzt. Kriegst einen Stallpunkt als Bonus. Oh. Jetzt brauche ich schon ganz schön viele, ne? Also hier nochmal drei. So, möchte ich hier pennen? Nee, eigentlich ja lieber nicht, ne? Wusstest du schon, dass es einen weiteren Stall nordöstlich von hier gibt? Dort nennen sie sogar der Pferdegott niedergelassen haben. Man sagt, dass sie alles Mögliche für die Pferde tun können, sie wiederbeleben und sogar noch mehr. Deswegen ist fast jeder, der etwas an Pferden liegt, glücklich, ihn in der Nähe zu wissen. Muss aber schon sagen, ich wünschte, er würde sich etwas näher an unserem Stall aufhalten. Warte mal, meint er den Stall von Ostakala?
Bin ich froh, dass ich mit denen schon fertig bin. Ich bin zu verkaufen da. Ja. Hallo, ich bin erfreut, Sie wiederzusehen. Sa, was brauchen Sie? Erstmal Pfeile, bitte. Immer schön Pfeile kaufen. Pfeile sind richtig und wichtig. Ja, mein ganzer Vorrat hier, na klar doch. So, Leuchtturm habe ich immer noch so viele Klammerechsen, Spurtechsen. Oh. Alle. Wow, mein ganzer Vorrat? Na klar. Yay! Und zwei Löschechsen. So, verkaufen? Leute, wollen wir mal wieder Sachen verkaufen? Eigentlich glaube ich gar nicht mehr nötig. Ich glaube, ich habe diesen Duplizierungsglitch ein bisschen übertrieben, aber ist mir egal, Mann. Hier, 20 Diamanten für 10.000 Rubine. Kannst du gerne haben, bitteschön. So, woher hat eigentlich Terry dann eigentlich so viel Kohle, hm? Wo hat der so viel Cash her? Tschüss, Mann. So, okay, wisst ihr was jetzt, eine Sache möchte ich noch machen, bevor wir heute Schluss machen. Und zwar, ich möchte halt wirklich noch ganz kurz gerne zu Bura. Möchte ich noch ganz kurz zum Spähposten. So, sind wir dafür gut gekleidet? Sind wir da passend gekleidet oder? Er fragt mich, was für ein Glitch. Also wenn du jetzt schon Version 1.1.2 hast, dann brauchst du gar nicht mehr fragen, denn dann funktioniert der nicht mehr. Ich habe ja hier immer noch absichtlich Version 1.1.1. Du kannst dir, sofern du noch diese Version hast, alles, was du hier siehst, also alle Materialien in diesem Menü, kannst du dir mit einem ziemlich einfachen Glitch so oft vervielfältigen, wie du möchtest. Kann ich gerne nochmal demonstrieren, solange es hier noch funktioniert mit Version 1.1.1. Mit 1.1.2 geht es scheinbar ja nicht mehr. Man springt in die Luft, öffnet das Parasegel, geht ins Menü, solange man noch in der Luft ist. Dann wählt man sich jetzt hier irgendein Material aus, was man sich vervielfachen möchte. Weiß nicht, wovon habe ich jetzt nicht so viel. Lass mal schauen, oder nehmen wir einfach hier nochmal so einen Diamanten, ne? So, jetzt drücke ich hier X, für ihn die Hand zu nehmen. Zack, 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 5 Diamanten in der Hand, und jetzt drücke ich B und Y gleichzeitig. Dann sammle ich die Diamanten wieder auf. Und auf einmal habe ich mehr davon. Tja. So leicht kann es gehen. Und das funktioniert mit allem. Außer jetzt mit Kroxam, weil die kannst du ja nicht in die Hand nehmen. Es funktioniert sogar mit Sonanium. Es funktioniert einfach mit allem, mit jedem Material, was es gibt. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also entweder habt ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich, wenn die meisten schon 1.1.2 installiert haben. Und wenn der Part mal irgendwann hier auf YouTube kommt, dann gibt es vielleicht sogar schon noch späteres Update. Wer weiß das schon so genau? Das Ding ist halt, in dem Spiel, du brauchst sau viele Rubine, wenn du deine ganze Ausrüstung verbessern willst, bei den großen Feen. Stufe 4 kostet pro Kleidungsstück 500 Rubine. Das kann dann schon ganz schön ins Geld gehen. Und ja, ebenso für gewisse andere Sachen, ne? Für die ganze andere Kleidung, die man sich in den Läden kaufen muss, die kosten auch mehrere tausend Rubine oft. Und dann eben zum Verbessern gewisse Sachen, die Drachen zu farmen, ist halt in dem Spiel auch wieder, das funktioniert komplett anders, wie man die hier abfarmen kann. Man muss, glaube ich, in der echten Zeit, in der echten Welt, eine gewisse Zeit lang eben warten, bis die sich resetten. Die haben auch eine fixe Route, der sie folgen. Alle drei fliegen auch mal kurz im Untergrund rum und tauchen dann aus so einem Loch wieder auf. Der einzige Drache, der das nicht macht, ist der Weißdrache. Der fliegt aber auch ein bisschen höher als die anderen. Und es ist halt ein bisschen saumäßig anstrengend, zeitaufwendig.
die jetzt so abzufahren. Weil, wie gesagt, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, ja, ihr glaubt doch jetzt nicht allen Ernstes, dass ich hier diese 22 oder hier in dem Fall 17 Neidra, Farodra und Weißdrachenhörner, glaubt ihr wirklich, dass ich die alle ganz normal geholt habe? Nein, ich habe mir davon genau eins geholt und habe das dann mit dem Glitch einfach ein paar Mal dupliziert. Weil ich es kann. Und weil das mein eigenes Game ist und damit kann ich machen, was ich will. Genauso hier mit den Schuppen. Du kriegst ja immer nur eine einzige gottbeschissene Schuppe von dem Drachen und dann musst du warten, bis du den wieder farmen kannst. Dasselbe gilt auch für die Klauen und für die Zähne. Bro, kein Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße. Nee, sorry. Ich hasse das Spiel schon so sehr, dass ich froh bin, dass ich diesen Glitch entdeckt habe. Also ich habe ihn jetzt nicht entdeckt, aber ich habe davon erfahren. Aber das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber wie gesagt, diese Art des Glitches gibt es jetzt, glaube ich, eh nicht mehr. Also mit Version 1.1.2 wurde das gepatcht. Ich habe dieses Update aber noch nicht installiert, weil... wer weiß, wer weiß. So, ja, ich habe zwar jetzt hier Windbreaker Link Klamotten an, aber irgendwie finde ich das trotzdem schön, weil hier haben wir mal ein komplettes Set. Im Gegensatz zu den anderen. Ich weiß nicht, mir fehlen hier immer noch so viele andere Sachen. Also, mir fehlen ja immer noch, ja, Leute, ich bin jetzt schon so lange in the game drin, aber mir fehlen immer noch so viele Outfits. Also, von manchen Outfits fehlen mir halt noch überhaupt alles oder zumindest gewisse Teile. Also hier von dieser Isolierrüstung fehlt mir noch der Helm und die Hose. Das gleiche gilt für das Kletteroutfit, fehlt mir auch noch Kopftuch und Hose. Barbarenkleider fehlt noch für den Kopf und die Hose. Leibwache, Gewand ebenfalls. Genauso für Aeroharnisch gibt es auch noch für Kopf und Hose was. Dann Untertagehose gibt es auch noch eine Oberbekleidung und einen Helm. Jägeranzug gibt es, glaube ich, auch noch für Kopf und Fuß. Und yo, dann aber noch ganz andere Outfits, die mir hier auch noch fehlen. Oder zum Beispiel von der grimmigen Gottheit habe ich dabei auch nur die Stiefel, also auch nur die Hose. Fehlt auch noch der Brustpanzer und die grimmige Gottheit Mask. Wir haben die anderen Sachen, habe ich ja eigentlich hier von Amiibos bekommen. Also Windmütze, Windgewand, Windhose habe ich von Amiibo bekommen. Genauso wie hier Zeitgewand fehlt auch noch Zeitmütze und Zeithose. Himmelsmütze, Himmelsgewand, da fehlt auch wieder die Hose. Keine Ahnung, wo ich das noch alles bekomme. Bei anderen Sachen muss ich mich einfach schlau machen, wo ich das herkriege, weil langsam ist es echt nicht mehr lustig. So, gibt es jetzt eine Cutscene oder... Wo ist Pura eigentlich? Hä? Warte mal, er ist da? Der Kleine? Sie? Und er auch? Hä, wo ist Pura? Ist die hier drin? Hä, wo ist denn die? Ja, und wo gibt es das ganze Finster-Outfit, sagt man mir gerade. Wo zur Hölle ist denn das? Wieso habe ich das nach 100 Parts noch immer nicht gefunden? Könnt ihr Nintendo mal aufhören, in so einem Spiel, wenn sie schon so Outfits einbauen, die so unfassbar ultra-kryptisch zu verstecken, dass du die eigentlich quasi verpassen kannst, wenn du das Spiel einfach nur normal spielst? Das kotzt mich richtig an. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das überhaupt versteckt ist. Oder kriegt man das wieder über eine Quest? Dann wüsste ich wiederum nicht, wo man die Quest herbekommt. So, wo ist denn die Alte jetzt? Pura? Wo zur Hölle bist du? Hä? Die ist gar nicht da. Will die mich jetzt verarschen? Wo ist denn die jetzt? Hä? Untersuche die vier Regionen. Vielleicht kann Pura beim Spielboss eine. Ja, wo ist denn die jetzt? Die ist nicht da? Oder ist die jetzt ganz da oben?
Moment mal, das ist hier ihre Enkelin? Hä, wo ist denn die? Ist die hier oben? Ist die hier oben drauf? Ach, da bist du! Meine Fresse! Dieses Scheißspiel kann dir nicht mal anzeigen, ob ein NPC oben oder unten ist. Jemand, was soll denn das? Meine Fresse! Konnte ich doch nicht ahnen. Die ganze Zeit steht die da unten rum. Jetzt auf einmal bildet sie sich ein, sie muss unbedingt hier oben sein. Oh mein Gott. Link, ich habe gehört, was passiert ist. Eine Kältewelle bei den Orni. Schlammsteine, die die Goronen verrückt gemacht haben. Schlamm, der das Wasser der Zoras verschmutzte, das sie zum Leben brauchen. Die Gerude in Gefahr, doch gibt es einen Sandsturm. Das war alles sicher nicht leicht zu bewältigen. Gut gemacht. Doch die Tatsache, dass an all diesen Plagen eine Prinzessin Selle nur als so ähnliche Gestalt beteiligt war, das lässt mich vermuten, dass all dies mit unserem Kataklysmus zusammenhängt. Übrigens hatte ich auch etwas zu berichten. Hm? Link, hast du das gerade gesehen? Das war doch die Prinzessin, oder? Ich wollte dir auch gerade berichten, dass ich bei Schloss Hyrule eine Frau gesehen habe, die aussah wie Prinzessin Zelda. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Ich hatte angenommen, dass sie das Schloss verlassen hätte, aber das war wohl ein Trugschluss. Wir müssen Prinzessin Zelda schnell retten. Die Soldaten und ich können Schloss Hyrule im Moment aber nicht erreichen. Also ist es wohl wieder mal an dir. Es tut mir leid, dass ich dich immer in so gefährliche Situationen schicke. Aber du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ich warte hier, komm bitte halt zurück, ja? Zusammen mit der Prinzessin. So, untersucht die vier Regionen. Geschafft. So, neuer Eintrag, das schwimmende Schloss. No, I don't think so. Das ist ja schon Endgame, also was zumindest die Hauptstory betrifft, nicht wahr? Aber wir haben doch noch so viel zu tun. Da gehen wir doch jetzt noch nicht hin. Auf keinsten, Leute, auf keinsten. Kommt aber gar nicht in Frage. Ohne Vorwarnung stand plötzlich der Blutmutter nach dem Prinzessin Zelda erschien im schwimmenden Schloss Hyrule. So viele mysteriöse Ereignisse, so viel Unerklärliches, wer weiß, vielleicht erfährst du mehr, wenn du dich in Schloss Hyrule begibst und dich dort oben siehst. Nee. Also jetzt schon mal gar nicht. Und auch nicht allzu bald. Weil sonst, ne, also Finale, das liegt, glaube ich, noch in weiter Ferne. Also selbst wenn es nicht Endgame ist, aber ich glaube, das möchte ich jetzt heute in dieser Stream-Session heute, in diesem Stream heute jetzt auf gar keinen Fall. Dafür ist überhaupt keine Zeit mehr. Und selbst danach, ich meine, ich habe da noch so viel anderes vor. Ich meine, bitte guckt euch jetzt mal wirklich meine Questliste an, was ich immer noch alles zu tun habe. Es ist einfach krank. So. Dein Hyrule-Handbuch, Mathildas Aufbruch, Sakonos Geheimnis, Sakono der Redner, Angestellts Neugeburt auf der Suche nach Wahrheit, die Hilfesuchende Fallensperger von Mist, Prinzessin aus dem Monster, verschwundene Gartengeritte, eine schaurige Stimme, untersucht die Dornenruinen, wo Drachen wachen, Kokas finstere Pläne. Also alleine hier, das sind glaube ich mindestens, weil also, lass mich mal kurz abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, nee, 14 Quests, 14 Nebenquests, also 14 Episoden. Plus, hier haben wir auch noch zwei Schreinquests. Weißer Vogel weiß den Weg und schreit im Arschschimmel vom Westen in Kluder. Und hier haben wir an sich noch normale Nebenaufgaben, auch noch einen ganzen Haufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Nebenaufgaben. Also holy moly, da ist noch so viel zu tun.
Da ist noch so viel zu tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Also, was ich hier als nächstes überhaupt machen soll. Und kann bitte irgendwer sagen, was mir hier fehlt? Ist das Story? Weil wir haben ja schon alle Drachentränen gefunden. Also hier die Nummer 11 bei den Abenteuererinnerungen. Zwischen Geburt des Dämonenkönigs und Spur der Weisen. Kriegt man das noch in der Hauptstory? Genauso hier, Nummer 14. Da noch 16. Das fehlt. Warum fehlt mir das noch alles? Also 11, 14 und 16. Ich hoffe, ich bekomme das noch, wenn ich die Story weitermache, weil verpassen werde ich das. Das werde ich ja nicht verpasst haben. Kann eigentlich nicht sein. Es kann ja eigentlich nicht sein. So. Wird wahrscheinlich alles noch kommen, aber mich irritiert nur gerade die Reihenfolge von der Nummerierung. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Weil, guckt mal, wie schön das jetzt ist, dass hier alle versammelt sind, weil wir die Tempel alle gemacht haben. Das war ja am Anfang nicht so. Hier waren ja kaum Leute. Die ganz normalen NPCs halt so am Spielposten. Aber jetzt guckt mal, wer hier alles ist. Jetzt sind hier Gerudo-Kriegerinnen. Die gucken hier alle so. Die ganzen anderen Leute. Hier ist wer. Jetzt sogar noch hier eine Quest. Sprechen wir später an. Hier sind die Zoras. Ja, da sind auch ein paar gekommen. Dann hier ist eine kleine Korone. Sein Bruder ist ja, glaube ich, da oben, ne? Die sind jetzt hier alle versammelt. Jetzt gucken die alle darauf. Die steht hier auch noch rum. Der guckt ja auch erstmal, was ist denn da los? Ja, ist ganz, ganz cool so. Okay. Das kommt ungefähr nach dem Schloss. Also die Szenen, die mir da fehlen, meinst du, die kommen, wenn ich das mache. Schwimmendes Schloss. Ja, wie gesagt, das hat ja jetzt keine Eile. Das hat ja jetzt keine Eile. Eile mit Weile. Bei dem Spiel soll ich mich echt nicht noch mehr stressen lassen, weil das hat mir bis jetzt eh nicht gut getan. So. Mal abgesehen davon, okay, hier hätten wir sogar noch einen Shrine. Ne, zwei sogar. Hier Rasivaka Schrein und Maya Kok Schrein. Und selbst das sind nicht alle. Wenn ich oben im Himmel. Hier habe ich den Uko Ochisi Schrein. Und hier drüben den Rakwashugo Schrein. Hier habe ich halt mal offscreen gefunden, aber da war ich noch nicht drin. Das werden wir auch noch in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht wirklich, womit wir jetzt weitermachen. Also mit dem vielleicht lieber noch nicht. Das können wir doch gut und gerne ein bisschen aufschieben. Aber nebenquestmäßig weiß ich echt nicht, wo ich jetzt hier, was sich jetzt am meisten lohnt. Das dauert eine halbe Ewigkeit mit dem Hyrule Handbuch. Außer ich kaufe alle Fotos, aber ne, ist irgendwie auch doof. Also am wichtigsten persönlich wäre mir ja eigentlich mal das mit Links Haus zu machen. Ist das hier, Mathildas Aufbruch mit Doomstar? Weil ihr habt ja gesagt, in Taburase ist jetzt die Möglichkeit, dass Links sich ein neues Häuschen kaufen kann. Weil dann werden wir sehr wahrscheinlich erstmal als nächstes das hier machen. Nach so langer Zeit kümmern wir uns endlich mal darum, dass Link eine neue Bleibe hat. Nach gefühlt 100 Parts. Nach was weiß ich, wie vielen Spielstunden. Ja. Ich glaube, das machen wir so, ne? Dazwischen natürlich ein paar Schreine. Wenn wir sonst noch welche finden, machen wir natürlich auch. Und ja. Krogsamen. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was ich mit Krogsamen groß tun soll. Ob ich die jetzt alle noch offscreen, also ja, alle hole ich ja sowieso nicht, bin ja nicht bescheuert. Aber ob ich mir die meisten davon offscreen hole, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das spannend für Leute ist, mir zuzugucken, wie ich im Stream stundenlang einfach nur Krogs suche. Ist irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Das ist ja dann auch irgendwo ein bisschen langweilig. Ne? Deswegen habe ich hier so ein paar, die hier so um das Schloss außen drumherum sind.
Habe ich mir halt Offscreen geholt. Was auch überhaupt nicht spannend ist so, ne? Also weiß ich nicht, wie ich das mit den Crocs noch handhaben soll. Also ich habe jetzt hier schon ein paar Offscreen gefunden. Hier hinten auch da und da. Für die meisten habe ich auch diese interaktive Karte benutzt, weil ich muss zugeben, die sind teilweise wieder so dermaßen asozial versteckt. Da kommst du einfach nicht drauf. Also bei manchen Crocs bin ich der Meinung, du kannst das gar nicht wissen, wo die sich verstecken. Bei manchen denke ich mir, okay, gut, dass wenn du mal zufällig vorbeikommst, dann siehst du das und denkst, okay, das ist jetzt ein Croc-Rätsel. Aber manche sind so dermaßen fies versteckt, ohne Hilfe wird das nichts. Also zumindest nicht bei mir. So, das heißt, wie gesagt, das mit dem Schloss werden wir, glaube ich, noch ein bisschen aufschieben. Das hat ja jetzt nicht unbedingt gleich Priorität. So. Ja. Dann bis zum nächsten Mal bei Tears of the Kingdom, würde ich sagen. Ciao, ciao.